Der DGB-Chor verbindet in seinem breiten Repertoire seit 30 Jahren die Pflege der Tradition der internationalen Volks-, Arbeiter-, Freiheits- und Friedenslieder mit zeitgenössischen Kompositionen. Er ist Teil der gewerkschaftlichen Kulturarbeit. Dennoch hält er mit Kritik nicht hinterm Berg. Zorniges Getöse und Liebesglück, alles ist vertreten. Aus der Wurstfabrik Aberg wurde das heutige Abergviertel entwickelt. Eine so vielfältige und dichte Nutzungsmischung aus attraktiven Wohnungen, Arbeitsplätzen, kulturellen und sozialen Einrichtungen ist einmalig bei Hannovers Gewerberevitalisierung. Für Hannovers Spanier ist es zu ihrem Zentrum geworden. Seit 10 Jahren laufen die Fäden bei der Interessensgemeinschaft Abergviertel e.V. zusammen.
Flamenco-Gruppe Florida Andalusia. Bewusstsein für die hohe Bedeutung von Bildung zur Verbesserung der eigenen sozialen Lage war immer präsent. Nicht zufällig wurde die erste hannoversche integrierte Gesamtschule in Linden gegründet. Seit 40 Jahren ist es ihr zentrales Anliegen, allen Kindern unabhängig vom Einkommen der Eltern Chancengleichheit zu bieten.
Es gehört zu den Talenten Lindens, Widersprüche auszubalancieren. Die integrative Kraft und Toleranz des Schatteils eröffnet Freiheit für eine bunte Lebendigkeit, für die unsere fünf Institutionen stehen. Unser Motto für 150 Jahre Junges Linden war: solidarisch leben, lernen, streiten und singen. Und wir denken, das ist uns durch die Menge und Vielfältigkeit der Veranstaltungen wahrlich gelungen. Wir wollten gemeinsam mit den eigenen Möglichkeiten und durch Kooperation zur Stadtentwicklung beitragen. Wir wollten den Zusammenhalt im Stadtteil leben und fördern. Wir wollten die Vielfalt an Lebensstilen, Kulturen und Sprachen sichtbar machen. Wir wollten Begegnung, Freude und Lebendigkeit in den Stadtteil tragen. Wir wollten auf die Geschichte schauen, dabei den Blick kritisch, aber konstruktiv auf die Gegenwart richten, um Visionen für die Zukunft zu entwickeln und gesellschaftliche Veränderungen wahrnehmen, um Impulse zum Mitgestalten zu geben. Ist uns dies gelungen? Wir hoffen sehr und freuen uns auf Ihre Antwort an diesem Abend im Anschluss. Wie haben Sie und Ihr dieses Jahr mit uns erlebt?